Viel Spaß bei Marienhof im Ersten wünscht Cook with Friends von Maggi. www.maggi.de. Es wird viel passieren. Sie schieben den Jungen einfach ab und nehmen ihm damit jede Chance, doch noch etwas aus seinem Leben zu machen. Und aus dem Grunde habe ich Hans auch hierher eingeladen, damit ihr ihn besser kennenlernen könnt. Du hast völlig... Moment mal, was hast du gerade gesagt? Du hast was? Und wenn er dich dann mit zu sich nach Hause nimmt und was mit dir anfängt, dann hätte ich meine Antwort. Es wird viel passieren. Annika das nicht antun. Als Frau törnst du mich echt total an. Und damit hast du mir wirklich geholfen. Aber es geht nicht. Ich liebe Annika. Aber wie gesagt, du hast mir echt geholfen. Danke. Guten Abend. Ciao. Ach, endlich Feierabend. Da. Die Küche mache ich, ja? Okay. Mhm. Weißt du was, Daniel? Jetzt hat sie auch noch diesen Kerl eingeladen. Ach. Was heißt denn diesen Kerl? Das ist immerhin ihr zukünftiger Ehemann. Mama weiß überhaupt nicht mehr, was ich gehört. Diese Vorstadt-Casanova hat hier völlig den Kopf verdreht. Ach, Mama Stefan, nur die beiden wollen heiraten. Da darfst du ihn wohl mal zu uns nach Hause einladen. Mach ich nicht mit. Mir fällt bestimmt was ein. Ich könnte zum Beispiel krank werden. Ja. Eine fürchterlich ansteckende Krankheit. Windpocken, Masern, Hongkong-Grippe oder was weiß ich was. Nein, komm, hilf mir mal aufräumen. Das ist mein Ernst, Daniel. Ich will diesen Hans Wurst nicht. Und schon gar nicht hier. Ach, und was ist denn mit der italienischen Gastfreundschaft, hm? Ich? Ich habe ihn doch gar nicht eingeladen. Ja, aber deine Mutter, und das ist ja wohl dasselbe, oder? Aber können wir diesen Besuch nicht einfach verschieben? Und dann verschieben wir ihn noch einmal und immer wieder, bis wir... Bis dass der Tod euch scheidet. Spätestens bei der Hochzeit wirst du ihn kennenlernen. Oder Tanja, könnten wir beide nicht einen Ehestreit inszenieren? Mama würde das verstehen, um diese... Ist das nicht fantastico? Das war soeben Hans. Und er hat mir versprochen, dass er uns morgen besucht. Morgen Abend. Madonna mia. Guten Morgen. Hey. Und? Wie geht's denn, Ergün? Warst du schon bei ihm? Nein, so schnell geht es auch wieder nicht. Aber ich habe immerhin schon mal alle Formalitäten zusammen, dass ich zu ihm darf. Und ich? Naja, bei dir ist es etwas schwieriger. Du bist ja nicht verwandt mit ihm. Aber abwarten. Ich habe mit dem Anwalt gesprochen und es gibt eine Möglichkeit. Er wird dich anrufen. Ersgen Türk? Ja, wir reden gerade davon. Ja? Na, das ist doch wunderbar. Ah ja, verstehe. Ja, ja gut. Trotzdem, ja, ja. Vielen Dank. Wiederhören. Und? War das der Anwalt? Ja, ja, du hast deine Besuchserlaubnis. Super! Siehst du, es wird doch alles, ne? Wieso, was hast du denn jetzt? Hast du was dagegen? Nein, nein, ich nicht, aber Ergün, er ist dagegen. Er will dich nicht sehen. Kannst du ein bisschen bleiben? Ich kapiere das einfach nicht. Das ist so ein Mistkerl. Annika, ich verstehe das doch auch nicht. Es war alles so schön mit euch, so romantisch.
Raul war total lieb und zärtlich zu dir. Das ist er ja auch, aber anscheinend zu jeder. Und irgendwie hast du sowas geahnt, oder? Nee, doch nicht so direkt. Er hat doch gesagt, dass er sich geändert hat. Er hat mir geschworen, dass er sich geändert hat. Weißt du, wie weh das tut? Aber du hast es ihm nicht geglaubt. Oder warum hast du Elena sonst dazu überredet, ihn anzumachen, um seine Treue zu testen, hm? Ja, du hast recht, es war eine total bescheuerte Idee, aber ich kann doch nicht wissen, dass Elena ihn nicht nur antestet, sondern sich gleich so an ihn ranschmeißt. Du hättest das mal sehen sollen. Ich verstehe das auch nicht. Das hätte ich nie von ihr gedacht. Sie weiß doch, wie sehr du an ihm hängst. Außerdem ist sie deine Schwester und deine Freundin. Gewesen. Annika, da bist du ja. Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Ich hab dich überall gesucht. Wo warst du denn? Tu nicht so scheinheilig. Ich hab euch gesehen. Sülo, was ist mit Erwin? Hallo, Kim. Hi. Ach, der stinkt sauer auf die ganze Welt. Ja, und vor allem auch mich, oder? Naja, ich habe ihm lang und breit erklärt, wie das mit seiner Verhaftung gelaufen ist und dass du ihn garantiert nicht bei der Polizei verpfiffen hast, aber... Aber was? Naja, er kann es nicht glauben. Für ihn ist das alles sonnenklar. Er ist jetzt stinkesauer, frustriert und verletzt. Ja, klar. Kann ich ja verstehen. Mensch, ich war einfach so naiv. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Polizei mich beschatten lässt. Tja, was habe ich dir gesagt? Auch Ergün meinte, das hättest du dir denken können. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Jetzt fühlt er sich bestimmt total bestätigt in seinem Weltbild. So ein Mist. Ergün und ein Weltbild. Er hat doch keins. Er ist doch der totale Chaot. Oh nein, er wartet doch nur auf eine solche Enttäuschung. Und jede weitere gibt ihm wieder einen Grund, bloß niemandem zu trauen. Na ja, stimmt schon. Er zieht sich total zurück. Ich muss ihm heute alles aus der Nase ziehen. Aber etwas Merkwürdiges hat er heute gesagt. So? Was denn? Er sagte, wenn du immer noch an ihn glaubst, sollst du seine Abschiebung anfechten. Madonna mia, Madonna mia! Wo ist bloß meine Schale? Eccola! Tania, scusa, kannst du mir bitte helfen? Rosso und nera. Hm? Sag ich mal, der rote. Ich glaube, das ist der beste. Aber schwarze macht schlanker. Meinst du, ich bekomme noch ganz schnell eine Termin? Papa, jetzt lass doch Nonna. Sie will sich doch nur ein bisschen hübsch machen. Hm. Wieso denn? Für so einen dahergelaufenen Tatagreis? Hey, wie kannst du behaupten, dass deine Mama ihre Zeit verplempert mit einem dahergelaufenen Tatagreis? Hab ich dir nicht gutes Benehmen beigebracht? Und woher willst du wissen, dass Hans ist eine alte Tatterkreis? Na, bist du nun zufrieden? Hm? Jetzt kannst du dich gleich bei deiner Mutter entschuldigen. Ich? Ja, du. Du redest einfach über ihren Hans, ohne ihn zu kennen. Vielleicht ist er ganz anders, als du denkst. Und womöglich werdet ihr beide euch sogar ganz gut verstehen. Verstehen? Mit dem? Ja. Bestimmt ist er nicht nur steinalt und tatterig, sondern auch noch schwörig und versteht kein Wort. Papa, so ein neuer Mann an Nonnas Seite, das kann doch auch was Positives haben. Hör mal, davon will ich nichts wissen. Herr Basse, was denn? Zum Beispiel, dass du nicht mehr die ganze Verantwortung für die Familie alleine tragen musst. Tja, das fehlt auch noch, dass ich mir von so einem Vorschriften machen lasse. Also ich freue mich jedenfalls auf unseren neuen Manu. Mhm. Und ich? Soll ich mich auf einen neuen Vater freuen, oder was? Mein Gott, Annika, wie oft soll ich es denn noch sagen? Da war nichts mit Raul. Er hat Stopp gesagt, er hat abgebrochen, er will mich nicht, das ist doch der Beweis. Jetzt bleib doch mal stehen und hör mir zu. Er steht zu dir, er liebt dich. Ich schwöre es dir, da war nichts. Nichts. Genauso hat's ausgesehen, wie er an dir geklebt hat. Und du an ihm, verdammt nochmal. Ihr passt wirklich gut zusammen. Was redest du denn da? Das war doch dein Plan. Ich habe genau das gemacht, was du wolltest. Außerdem warst du nur ein ganz kurzer Moment, oder? Da alles abgebrochen. Ach, du Arme. Und du hättest doch am liebsten gleich auf der Straße mit... Hör auf, Annika, bitte. Hör auf, ja?
ich kann auch nichts dafür. Du kannst auch nichts dafür. Nee, ist mir klar. Mann, was soll ich denn machen? Ich habe einmal die Kontrolle verloren. Du weißt doch ganz genau, dass ich Raul auch mag. Und da war plötzlich so eine Spannung. Und die war bei ihm auch? Ach, was weiß denn ich? Ich weiß nur, dass er nicht wollte. Also bitte, bitte hör auf damit. Es interessiert mich nicht mehr, was zwischen euch läuft. Lass mich einfach in Ruhe. Annika! Was ist denn jetzt? Raul war so richtig heiß auf dich, oder? Nein. Danke, es reicht. Kim, ich glaube, du weißt da immer noch nicht, was du da von mir verlangst. Eine persönliche Haftung für diesen potenziellen Amokläufer. Sido, du bist wirklich unmöglich. Er gehört doch zu deiner Familie. Da kannst du doch nicht einfach wegsehen. Eine Bürgschaft für diesen unberechenbaren Typen, der selber nicht mal weiß, was er tut. Er weiß, was er tut. Glaub mir das. Bitte, wir können ihn doch nicht einfach hängen lassen. Es wird doch alles bloß noch schlimmer. Gut, ich sehe ein, dass wir irgendetwas tun müssen. Aber warum soll ausgerechnet ich meinen Kopf hinhalten? Weil es nicht anders geht. Rein formell musst du das natürlich machen. Du bist doch mit ihm verwandt. Aber ich verspreche dir, ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Einverstanden? Oh Mann. Ja, okay, ich mach's. Kim, bitte, tu nicht etwas, was du später vielleicht bereuen könntest. Hi, Abi. Hi. Es ist Abschied angesagt. Du brauchst dir keine grauen Haare mehr wachsen zu lassen. Wenigstens nicht wegen mir. Naja, so einfach ist das nicht mit der Abschiebung. Zum Glück. Wir haben eine bessere Idee. Alles schon gegessen. Macht jetzt bloß keinen Aufstand. Ich gehe freiwillig in die Türkei. Was? Annika, wo warst du denn? Warum gehst du nicht ans Telefon? Ich habe dir mindestens 20 Mal auf die Mailbox gequatscht. Hast du dein Referat noch geschafft? Was ist denn los mit dir? Ich halte es nicht mehr aus. Es hat einfach keinen Sinn mehr für mich. Das mit uns. Annika, was soll das? Warum denn? Ach, warum? Ich habe das blöde Gefühl, dass du mich nicht liebst. Jedenfalls nicht richtig. Es geht nicht mehr für mich. Was nicht richtig? Was geht nicht mehr? Was ist wie? Natürlich liebe ich dich. Aber eben nicht richtig. Ich brauche mehr. Mehr. Es tut mir leid. Du musst verstehen, nicht. Ich muss verstehen und du verstehst überhaupt nichts. Annika, ich will doch nur, dass wir beide... Was willst du? Ach, vergiss es. Okay. Mach's mal gut. Annika! Lass mich einfach. Paul, bitte komm, lass ihn mal einfach in Ruhe. Es gibt noch was zu klären. Danke, aber deine blöden Kommentare, die haben mir gerade noch gefehlt. Jetzt warte doch mal. Verdammt noch mal. Es geht um Annika. Ich muss dir was sagen. Da bin ich aber mal gespannt. Also gut. Hallo, Herr Reinhard. Willkommen bei der Familie Maldini. Soll ich Ihnen den Mantel und den Stock abnehmen? Hm? Oh, hallo, Mama. Du, Mama, also vorhin, das war nicht so gemeint, du weißt schon. Babi. Sag mal, wie soll ich zu dieser Hans sagen? Lieber Hans oder Herr Reinhard? Ah, ich bin in Eile, der Friseur. Wenn du willst sagen Herr Reinhard, dann musst du besser sagen Dottore Reinhard. Ist der Dottore? Si, er ist Dottore der Giurisprudenza. Wie bitte? Er ist Rechtsanwalt gewesen, denn er hat sich schon zur Ruhe gesetzt. Ha. Gewesen. Ja, und Mama, was macht er sonst? Ich meine, hobbymäßig, was soll ich mit ihm reden? Oh, Stefano, das bin ich gar nicht von dir gewohnt. Dir fällt doch immer etwas ein, hm? Ja, aber... Er isst zum Beispiel sehr gerne und gut. Ci vediamo, ich freue mich. Und ich erst. Ah, er isst gerne. Unsere Tochter. Wahrscheinlich ist sie alt und fett und im Ruhestand.
Was für ein Glück, dass deine unsere Hausapotheke aufgefüllt hat. Man kann nie wissen bei solch alten Knackern. Tja, hallo, Herr Doktor Tatterich. Sie wollen tatsächlich um die Hand meine Mutter einhalten? Hm? Hör auf, Süle. Hier in Köln habe ich doch sowieso keine Chance. Und dann komme ich nie aus dem Sumpf. Viel zu viele Typen wie ich auf der Piste. Und jeder macht einen auf Obermacker. Ja, aber du brauchst doch bei diesen Spielen nicht mitmachen. Das habe ich da tausendmal schon gesagt. Ach, was du nicht sagst. Aber ich kenne die eben alle. So wie Chris. Und schon bin ich wieder drinnen. Kapierst du, Mann? Naja, aber mit unserer Hilfe. Wir sind doch auch noch für sie da. Und sie schaffen das. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, krass. Sie glauben ja immer noch an mich. Aber leider sind sie das einzige Mitglied im Erging Kaplan Fanclub. Olan, mein Gott, du machst es einem auch wirklich nicht leicht. Zumal sie auch selbst nicht an sich glauben, oder? Habe ich einen Grund dazu? Ja, natürlich. Tja, dann gibt's ja wohl nichts mehr zu sagen. Ach, habe ich fast vergessen. Ich habe doch dieses Teil ausgefüllt. Den IQ-Test? Super. Habe ich fast eine Stunde dafür gebraucht, für den Shot. Ja, aber da waren Sie trotzdem noch sehr schnell. Momentchen mal. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Also, damit habe ich Schachspielen gelernt. Nehmen Sie es doch an. Von mir als Abschiedsgeschenk. Passen Sie auf sich auf, ja. Kein Thema. Hey! Ich besuche dich mal. Wenn es sein muss. Komm her. Es muss. Eins noch. Wo ich doch gerade ein ehrlicher Typ werden will, das muss ich einfach rauslassen. Eigentlich habe ich sie immer gewinnen lassen beim Schach. Okay? Das habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht. Mache ich aber nie wieder. Klar? So kann es mit uns nicht weitergehen. Das nicht, dieser Vollidiot. Annika, ich muss mit dir reden. Ich aber nicht mit dir. Lass mich bitte in Ruhe und geh. Schluss jetzt mit dem Scheiß. Den ganzen Tag lässt du dich verleugnen. Ich will jetzt mit dir reden. Was spielst du für ein mieses Spielchen? Was soll die ganze Nummer? Wieso spiel ich ein mieses Spielchen? Du verarschst hier doch alle. Das ist ja wohl das Allerletzte. Du hast Elena auf mich angesetzt, ob der Junge wohl brav bleiben wird, hä? Anstatt dich mal zu fragen, was vielleicht mit mir los sein könnte. Das habe ich doch die ganze Zeit. Ich wollte nur wissen, ob du mich wirklich liebst. Es ist so schwer zu kapieren. Und? Hast du es rausgefunden? Weißt du es jetzt? Oh ja, das war alles nur blödes Geschwätz. Du bist und bleibst ein kleiner Möchtegern Casanova. So einfach ist das also. Du wolltest also testen, ob ich dich liebe. Mit einer hübschen kleinen Falle. Ich weiß, dass es keine so gute Idee war. Allerdings. Denn ich habe noch nie eine Frau so geliebt wie dich. Ach komm. Das ist mein Ernst. Ich liebe dich. Ach ja? Natürlich, jetzt kapier das doch endlich! Ach, nur weiter so. Te quiero. Hey, na ihr zwei? Ich habe Ergüns IQ-Test ausgewertet. Und er ist genau so ausgefallen, wie ich es mir schon gedacht hatte. Das heißt, dass er immerhin nicht durchgefallen ist. Nein, das heißt, dass so wie Ergün keiner von uns den Test hinbekommen hätte. Zeig mal, wie lade denn? Oh, 148? Das ist wirklich super. 148, was bedeutet das? Das bedeutet, lieber Silo, dass dein Großneffe hochbegabt ist. 148, das ist ziemlich genial. Das kann unmöglich sein, das verstehe ich nicht. Der hat den Test gefälscht. Ach, so ein Blödsinn. Das würde er gar nicht schaffen, wenn er dumm wäre. Naja, blöd ist er bestimmt nicht, aber intelligent kann er unmöglich sein. Der hat in seinem Leben noch nie was auf die Reihe gekriegt. Das hat doch überhaupt nichts zu sagen, Sylo. Ganz im Gegenteil. Gerade Wunderkinder fühlen sich oft unterfordert und dann ist ihnen langweilig und sie stellen etwas Blödes an. Ja, das passt wieder zu Ergün. Der war immer eine Nervensäge. Kein Wunder, dass seine Mutter völlig überfordert mit ihm war. Ja, aber die kann einem doch irgendwie leid tun. Die wusste ja gar nicht, was bei dem Jungen dahinter steckt. Ja, aber jetzt ist es raus und Ergün wird's schaffen. Das garantiere ich euch. Gehst du aus?
Nee, wieso? Hans kommt doch heute Abend. Und dafür hast du dich so... Das ist wirklich übertrieben. Oh, wieso? Ich hatte eben Lust dazu. Oh, ich bin schon voll gespannt, wie Hans wohl ist, ob er gut aussieht, ob er nett ist. Und du? Du etwa nicht? Ach komm, Papa. Das wird bestimmt ein ganz netter Abend, hä? Hm? Denk doch einfach mal daran, wie gut Hans Nonna tut. Das sieht man doch sofort. Tja, der geht so gut, das sehe ich. Aber wie soll's denn hier weitergehen? Ach, ich denke, die beiden werden sowieso bald zusammenziehen. Hans ist doch sowieso die Hälfte der Zeit in Deutschland. Ja, vielleicht können die beiden sich was Nettes suchen. So betreutes Wohnen. Betreutes Wohnen, Papa, das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja jetzt echt voll daneben. Wieso? Das ist modern. Was macht man heutzutage so, wenn man älter wird? Und dieser Hans scheint ja genug Geld zu haben. Ja, aber Nonna ist doch viel zu jung für sowas. Aber er doch nicht, er ist doch schon pensioniert und so. Und es ist wichtig, dass man qualifizierte Betreuung hat. Allora, wie sehe ich aus? Sei bellissima, Nonna. Wow. Und du, Stefano, was sagst du zu deiner alten Mama? Ich weiß nicht, Mama, ich finde das ein bisschen zu gewagt in deinem Alter. Dir muss es ja auch nicht gefallen und wagen muss sich heute nur Hans. Naja, habt ihr wenigstens ein nettes Hotel gefunden? Ein Hotel? Ja, irgendwo muss er ja schlafen. Matthias, Stefano, warum sagst du denn das? Hans kann doch bei mir im Zimmer schlafen. Keine Sorge, Hans und ich, wir können uns schon ein bisschen zurückhalten. Hm? Annika? Annika? Ja? Ich hab mit Raul gesprochen. Also ich hab's ihm jetzt gesagt. Aber ich glaube, er ist ziemlich sauer. Komm rein. Raul hat sich endlich wieder eingekriegt. Annika hat sich auch wieder beruhigt. Es ist alles wieder gut. Lass uns später quatschen, ja? Elena. Ja? Danke für alles. Und? Sind Sie schon da? Nee, bis jetzt noch nicht. Naja, vielleicht haben Sie Probleme mit dem Gepäck oder so. Aber Mama wollte ja ihren Hans unbedingt alleine abholen. Ich stell den Prosecco noch mal kalt. Na, wie siehst du denn aus? Machst du auch mit bei diesem Modeschau-Zirkus? Was soll das Theater hier? Ich finde, es ist eine Frage der Höflichkeit. Im Übrigen würde es dir gut tun, wenn du dir auch was Besseres anziehen würdest. Wir kriegen nämlich wichtigen Besuch. Sie, vom Kaiser von China. Nein, danke, ich bleib so, wie ich bin. Was ist denn mit dem Prosecco? Hab ich geholt. Ja, dann mach doch eine Flasche auf, hm? Dabei wissen wir nicht mal, ob er das trinken darf, der alte Mann. Ja, man weiß doch, ältere Jahrgänge haben oft was mit dem Zucker und ihre Prostata. Das ist also mein neues Zuhause. Ecco si qua, darf ich vorstellen, das ist ein Amt. Bei dieser Oper bekomme ich immer Gänsehaut. Ausgerechnet du, Schlagerfuzzi. Was? Nichts. Ich freue mich auch total. Wir haben ja auch die besten Plätze. Stimmt. Schaff dir deinen Lieblingsplatz mit frischen Ideen für dein Bad. IKEA. Wohnst du noch oder lebst du schon?